Hallo Wuppertal, hier ist Lukas von Wupperflow. Ich mache heute das dritte Poi-Tutorial und heute lernen wir Richtungswechsel. Das heißt, die Poi sich einer auf meiner rechten Körperseite, einer auf der linken, in geraden Ebenen. Wenn ihr es nicht könnt, könnt ihr nochmal zum ersten Video gehen. Sich drehen, ziehe ich die einen Zehen vorbei auf die andere Seite. Wenn die sich dann von Boden weg nach oben drehen, ziehe ich die am Kopf vorbei. Machen wir das nochmal langsam. Die rechte Hand geht an den Zehen vorbei. Von hier auf die Seite. Wenn es sich aufwärts dreht, am Kopf vorbei. Auf die Seite. Man stellt sich am besten so mit den Füßen in Richtung Kamera hin und dreht die Hüfte nur, dass man da gut dreht. Das kann man auch einmal mit der rechten Hand machen, an den Zehen vorbei, nach oben, am Gesicht vorbei. Da den Arm so lang wie möglich lassen und von der Stelle zieht die Hand auf die Stelle. Da anhalten, mit dem Handgelenk weiterdrehen. Ja. Wofür ist das gut? Das gibt einem ein bisschen mehr Bewegungsspielraum, das heißt, man kann sich dadurch fließender bewegen. Jetzt kann man mal versuchen, auf die rechte Seite einmal drehen, auf die linke Seite einmal drehen, auf die rechte einmal drehen, auf die linke einmal drehen. Anhalten, auf der rechten Seite einmal drehen, auf der linken Seite einmal drehen. Okay, einmal oder mehrmals ist auch in Ordnung. Einfach um sich so ein bisschen in Bewegung zu gewöhnen. Ja, wenn das gut klappt, könnt ihr weiter zum nächsten Video.